Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ja, wir haben ja in der letzten Folge gesagt, wir können uns überlegen, was wir mit dem Gehege hier machen. Und ich hätte eine Idee. Wir machen hier ein riesiges Gehege hin. Und jetzt schauen wir erstmal in den Tierhandel rein. Denn es gibt ja viele tolle Tiere. Ein Pongo hört sich auch sehr interessant an. Ein Panda ist uns jetzt leider zu teuer. Das sind halt die Tiere, die wir uns aktuell nicht leisten können. Aber was gibt's denn hier? Kaffer-Büffel, kommen wir darauf an. Irgendwas Größeres. Eine Netzgiraffe wäre natürlich eine Idee. Müssen wir uns auch so kaufen. Wir brauchen irgendein Steppenzebras. Steppenzebras, schauen wir mal. Wie viele gibt's und wie viel kosten die mich? Ich liebe Zebras, allein schon, weil sie sich im Pferd sehr ähneln. Haben die Tschewalski-Pferde? Bin ja gespannt, ob sie noch weitere Tiere reinbringen würden. Was denn ein Panzernashorn? Gibt's aktuell nicht mal. Aber wo ist der Steppenzebra? Da ist Steppenzebra. Es gibt aktuell nur die männlichen. Nein! Ihr wollt mich verarschen, oder? Naja, aber wir haben ja... Dieses Tier wird bei Gagal aber nicht freigelassen. Aber wenn wir allein zwei... Ja, Hengste... Ohne eine Stute ist fragwürdig. Ich würde deswegen hier den Weg mal anpassen. Und zwar einmal Weg hier löschen. Hier auch schon, weil hier würde die Treppe schon hochgehen. Was ist mit unserem Menschen passiert? Jetzt ist er weg. Ach, das ist jetzt aber doof, mal ganz ehrlich. Ihr könnt mich doch gerne alle mal. Das gibt's doch nicht. Ich überlege gerade, ab wann ich das mache. Das kommt halt drauf an, wie gut steigt das Ganze. Also, wenn man sagt, den Originalspielen, weil jetzt hat kann hier zum Beispiel unten durch was. Das ist ja das Ziel. Bedeutet, ich muss schauen, dass ich hier... einen Pfosten einziehe, den hier verschiebe. Nach hier drüben circa. Dann Plus mache. Der muss ja nicht breit, der muss ja eigentlich nur 5 Meter breit lang sein. Tiere sollen natürlich super erkennbar sein. Deswegen 1a. 15. Nope. 14. So, warte mal, das passt schon so. Schauen wir uns schon an, wie das ausschaut. Ich sehe dann auch wieder so, warum? Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Ich hätte gern, dass das bis dort an die Ecke geht. So, genau. Einfach nur mal 20 breit. So, nee, das soll jetzt nicht mehr so. Ich weiß nicht genau. Ich probiere jetzt einfach mal, mich ein bisschen rum, wartet. So, jetzt brauchen wir Wege. Das ist gleich wieder so ein 6 Meter Weg. Oder nee, das ist auch so ein Weg. So. Bedeutet rein theoretisch, kann ich ja hier sagen, okay. Plus eine Strebe, die ich dann nach hier ziehe.
Und dann nehme ich die Strebe, die nicht mehr weit geht. Nee, warte mal. Das ist eigentlich um Barriere bearbeiten, genau. Du wirst zu Glas. Du wirst auch zu Glas. Eigentlich muss ich eigentlich nur hier so machen und hier hingehen und das hier verschieben. Das ist um einiges einfacher. So. So. Ich mag das einfach mal ausprobieren, wie das dann. Weil dann können sie ja von oben sozusagen auch ins Gelände reingucken, ne? Und das müsste doch eigentlich. Grrr, müsste ja eigentlich denen auch passen. Barriere bearbeiten. So. Dann kann ich das Stück ja dazwischen eigentlich abreißen. Dich noch so ein bisschen nach hinten versetzen. So. Dann haben die hier voll den riesigen Auslauf. Weil ich arbeite so minimal, aber schau mal, was wir für eine Fläche haben. Also ohne Scheiß, hier ist ja irgendwo da. Und wir bauen nur da vorne. Na klar, wir können jetzt 3 Millionen verschiedene Zooarten noch bauen, aber. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir unsere finanzielle Punkttour irgendwie in den Griff bekommen. Bedeutet, wir machen jetzt hier ein Zebra-Gehege draus. Bedeutet, wir können mal hier die Zeit währenddessen starten lassen. Einfach um zu gucken, ob wir Geld reinkriegen oder nicht. Gehege. Nicht mehr für Galapagos-Riesenschildkröten, sondern diesmal für Steppenzebras. Wo sind die Steppenzebras? Steppenzebra. Spiel, Unterstände. So kann man ja rein theoretisch auch einen Unterstand bauen, also einen Unterstand bauen, ne, der sozusagen nur anschließt. So ein riesiges Gebäude, wo in alle Richtungen verschiedene Tiere sind, ist der Unterstand in der Mitte. Ja, auch eine Idee. So könnte man zum Beispiel aus dem Bison rein Unterstand hier die Wand gegen eine nicht vorhandene Wand mit einer Hütte austauschen, ne? Aber jetzt bauen wir erstmal hier bauen. Architektur. Wände. Betonwand. Betontunnel. Nee, das passt jetzt hier nicht wirklich. Holzplankenwand 1 Meter. Holzpfosten 2 Meter. Holzpfosten 4 Meter. Fangen wir doch mal hier schön in der Ecke an zu bauen. Da brauchen wir jetzt dafür ein Fundament, wenn das sozusagen so wäre. Hey, dann löschen wir nochmal. Okay, dann brauchen wir erstmal ein Fundament. Fundamento. Dächer und Böden. Es kriegt natürlich Boden. Dach. Doch ein Boden. Flachdächer. Wandboden. Und sowas bräuchte ich bitte schon hier. Betonwandboden. Bisschen absenken. Der muss jetzt nicht unbedingt so hoch sein. Muss ja leicht reinigbar sein. Schlauer, wenn wir es da drüben bauen. Ich überlege gerade, weil hier ist es doch ein bisschen eng.
Obwohl, das passt schon. So, dann tun wir aber außenrum wieder ein bisschen luftiger bauen. Die Rückwand. Schauen wir nach Wänden wieder. Zack, was haben wir denn da Schönes? So. Zack. Und dann machen wir hier noch da vorne den Eingang so oder zum Durchlaufstall im Grunde. Hier oben kommt noch ein bisschen höher was drauf. Jetzt fängt der schon wieder an zu regnen. Das gibt's doch gar nicht. Wie viel regnet es denn in diesem Land, wo wir auch immer hier sind? So. Das ist ja so der grobe Unterstand. Zack. Kommt da auch noch ein Eingang? Ja, ich pack sowas noch drüber. Kann man die öffnen dann die Tore? Also mal ganz blöde Frage, oder ist das dann nur Verzierung? Gibt es denn so Glasverschalung? Nee. Dann machen wir noch Dächer. Und da brauchen wir bitte. Da hätte ich doch dann gern so ein Wellendach. Einfach was, weil es auf mir aushält. So, und nochmal hier runter. Ah, nee. Und nochmal hier schön einmanövrieren. Und hier auch schön runter manövrieren. Alter, das schüttet, als ob der Weltuntergang wäre, ne? Gibt's denn so ein überlappendes Dach oder sowas? Asphaltknickdach. Ah, es ist Asphalt. Das passt ja denn gar nicht. Wellendach, Knickdach, 1 Meter, so. Ja, das passt mal gleich an, wartet. Ich will einfach so noch eine überhängende Lippe haben, die voll gut passen sollte. So. Es geht ja eigentlich nur darum, dass da drin dann sozusagen Ruhe ist. Und dann tun wir da rein. Nee, das sind kleine. Wir brauchen, wenn dann, entweder mittlere oder große. Oh, was ist jetzt los? Warum sehe ich nichts? Wo bin ich? Alter. So, die Eingänge lassen wir aber in diesem Fall frei.
Dann würde ich das als beendet ansehen. Ich finde auch, das schaut eigentlich ganz okay aus. Ein simpler großer Unterstand. Weißt du, dann können sie nicht hier drüben zum Beispiel, hier hast du so eine Futterstelle und alles. Hier dann vielleicht nochmal und auf der anderen Seite so ein Wasserbereich. Ah, apropos, wo ist denn hier noch Wasser? Das ist vielleicht gar nicht doof zu wissen in dem Fall. Ja, dann haben wir einfach... Ich habe für die jetzt fast das komplette Wasser... Scheiße. Würde ich einfach sagen, haben wir hier nochmal so einen richtig geilen Pott an Wasser hin. Müssen wir eh schon wieder das nächste Wassergebiet bauen. Eigentlich könnte man das hier auch so flussmäßig hier rüber machen, ne? Na, probieren wir mal. Gelände. Ich sehe nichts bei dieser dunklen Nacht. Das macht's nicht unbedingt einfacher, ein Wasserloch auszuheben. Also tun wir übermalen. Sowas ist dann immer aus Erde. So. Schau mal, wie aktuell das Loch ausschaut. Oh, sie hat, wird bald Nachwuchs haben. Wir haben schon wieder was gewonnen. Bildung haben wir erreicht. Nice. Zu Ruf auf 2,0 Sterne. Sind wir auch schon bald. Züchte ein neues Gehegentier. Ja, das sollten wir auch bald schon wieder haben. Oh, Veterinärforschung abgeschlossen. Da sollte man vielleicht... Oh, Galapagos-Schildgrößen sind fertig. Dann forschst du mal schnell hier weiter. Dann tun wir geländemäßig hier noch weiterarbeiten. Ich sehe halt null, wie tief das aktuell ist, ne? Deswegen ist es voll schwer abzuschätzen, ob man jetzt schon zum Beispiel zu tief ist oder nicht. Ich würde einfach mal sagen, wir hauen hier ein bisschen Wasser rein. Das ist doch ein ordentlicher Trunk. So. Den Rest sollten wir aber dann machen, wenn die Viecher da sind. Bedeutet, wir gehen nochmal in den Tierhandel. Ah, jetzt ist der Filter wieder raus. Jede Tierart kann ich hier nach Steppenzebra zum Beispiel suchen. Das geht natürlich nicht. Steppenzebra. Dann kaufen wir dich. Und dich mal. Wir bräuchten ein Weibchen halt noch. Das bringt sich so ja nichts. Kaufen wir dich halt auch noch. Verkaufe ich sonst wieder. So. Tiere. Steppenzebras. Verlegen hier rein. Wir haben bald eine neue Attraktion, Leute. Bin gespannt, wie gut das ankommt, weil ich habe jetzt... Rein theoretisch kannst du ja sozusagen auch sagen, okay, du machst diesen Weg hier zum Beispiel bis hier rüber und tust dann hier noch irgendwie so ein Gehege rein. Jetzt kommen die ersten. Erste Zebra. Zweites Zebra. Und das dritte Zebra. Die schauen mal wieder schick aus. Mm. Aber Leute, ich habe die Zeit komplett übersehen. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!